So, herzlich willkommen zu unserem heutigen, ja, relativ kurzen Seminar Mitgliederverwaltung, Mitgliederdetails Teil 1. Ja, was wir uns jetzt mal anschauen, das sind eben die Details eines Mitglieds. Das heißt, also wir haben uns ja schon die Mitgliederliste angeschaut mit all ihren Funktionen und haben also auch schon innerhalb der Mitgliederliste eben verschiedene Spalten ein- und ausgeblendet. Wir haben Mitglieder gefiltert. Ja, und was wir uns jetzt eben anschauen, das ist jetzt eben sind jetzt eben die Details der Mitglieder. Das heißt, was kann ich erfassen, was muss ich erfassen, wie kann ich Mitglieder erfassen? Ja, und dazu vielleicht ganz einfach, Mitglieder kann man auf zwei Arten und Weisen erfassen. Entweder ich wähle hier unten die Schaltfläche Neues Mitglied. Sobald ich also diese Schaltfläche wähle, wird mir also ein komplett leeres Mitglied eben vorgeschlagen. Was aber auch möglich ist, ist vor allen Dingen eben bei Familieneintritten, dass man hier eben Mitglieder kopiert. Und das funktioniert ebenfalls ganz einfach. Wenn ich so ein Mitglied, die Mitgliederdaten in ein neues Mitglied übernehmen will, also soll ich es mal kopieren, dann mache ich einen Klick mit der rechten Maustaste auf das zu kopierende Mitglied und sage dann eben neues Mitglied aus dem jeweiligen Erstellen. Und dann ist eben das alte Mitglied eben hier vorgegeben mit all seinen Daten. Und das Einzige, was ich also dann später noch machen muss, ist eben dann dieses für dieses neue Mitglied anpassen. Also wahrscheinlich stimmt der Vorname nicht, wahrscheinlich stimmt das Geburtsdatum nicht, Mitglied sein wird nicht stimmen, verheiratet glaube ich, ja, bei Kindern meistens auch nicht. Dann Straße, Postleitzahl, Ort stimmt meistens, genauso wie die Kontakte und die Kontodaten. Und deshalb kann man eben dann hier so ein Mitglied ganz einfach kopieren. Grundsätzlich ist es so, dass ein neues Mitglied oder eben ein Mitgliederdetail in zwei Schritten zu bearbeiten ist. Das heißt, ich beginne jetzt mal mit einem gänzlich neuen Mitglied. Das bedeutet, zum einen gibt es eben einmal die sogenannten Stammdaten, die Adressen, Kontakte und Kontodaten. Nachdem ich das alles erfasst habe, muss ich einmal auf Speichern klicken und dann werden eben dann später eben die restlichen Register mit angezeigt. Ja, ich erfasse jetzt einfach mein Mitglied. Sie sehen, die nächste Mitgliedsnummer, die also hier automatisch vergeben wird, ist die Mitgliedsnummer 7. Das heißt also die höchste in der Reihe plus 1. Was Sie auch sehen, das Ding hat also bisher noch keine Mandatsreferenz, aber das, zu dem kommen wir gleich noch. Ich erfasse jetzt, muss ich schnell überlegen, den Michael Schumacher, sagen wir Boris Becker, Steffi Graf, also sollte man also auch unbedingt einen Michael Schumacher haben. Hat keinen Titel, also der Titel wäre jetzt halt eben Dr. Professor oder sonst irgendwas. Namenszusatz eben vor allen Dingen Junior, Senior und solche Sachen. Dann Geschlecht. Reicht es, wenn ich also entweder draufklicke und auswähle oder ich klicke einmal und tippe auf die Taste M. Genauso Familienstand, V wie verheiratet. Also das kann man ganz einfach auch mit den Anfangsbuchstaben machen. Das Geburtsdatum schätze ich jetzt mal. Na, ich glaube 20 dominant, auf alle Fälle im Januar 1900, wenn ich mich nicht irre, 70. Sie sehen also ganz genau, so ein Datum wird also ohne Punkt, ohne Komma und ohne Strich eingegeben. Das heißt, das ist einfach nur die Zahlenkolonne. Daraufhin macht eben NetXP-Verein das entsprechende Alter. Ich weiß nicht ganz genau, aber Köln. Hoppla. Köln, Status aktiv, Religion kann man alles ausfüllen, muss man nicht ausfüllen. Seit wann ist das Mitglied? Mitglied, ich nehme jetzt mal hier einen anderen Datumspicker, also es ist auch möglich, auf diesen Pfeil hier hinten zu klicken, dann eben auf die Monate, eventuell nochmal auf das Jahr, auf die ganze Jahresstaffel und dann eben kann man hier ja, in sehr großen Stile auswählen, einfach so 1980, Juli, 18. Juli. Gut, als nächstes dann wird die Adresse erfasst des Mitglieds. Bei der Postleitzahl ist es relativ einfach, denn sobald Sie die Postleitzahl getippt haben und auf die Taste Tabulator klicken, wird eben dann der entsprechende Ort eben aus dieser Postleitzahlendatenbank eingefügt.
Vielleicht so viel zu erwähnen in diesen Adressen. Sie haben also hier die Möglichkeit, bis zu 3 Adressen zu erfassen. Relativ wichtig ist hierbei das Land, also dass also wirklich das Land tatsächlich stimmt, die E für Deutschland. Denn über dieses Land wird dann später auch die IBAN-Berechnung in den Kontodaten durchgeführt. Das ist eben so eine Angewohnheit, sage ich jetzt mal. Das heißt, also, wenn das Mitglied in Italien lebt oder in Österreich oder in Holland, Luxemburg und so weiter, dann wird eben auch dann die IBAN-Berechnung aus diesem entsprechenden Land eingefügt. Das heißt, dann steht also vor der IBAN nicht mehr DE, sondern eben zum Beispiel IT, AT oder je nachdem. Hier unten haben Sie noch die Möglichkeiten, sich verschiedene Sachen für den Briefempfänger einstellen zu können. Das heißt, momentan würde im Serienbrieffall dieses Mitglied Michael Schumacher einen Serienbrief an die Hauptadresse gesendet bekommen. Ich kann natürlich aber auch hier jede andere Adresse einstellen und ich kann auch einstellen, dass eventuell dieses Mitglied im Serienbrieffall nicht bedacht wird. Wann macht man das? Ist auch ganz logisch, wenn ich also eine Familie habe, in meine Mitglieder stammen, dann will ich ja nicht, dass jedes Mitglied dieser Familie eben dann hier einen Brief erhält, sondern ich will eben dann, dass hier eventuell nur an die Familie ein Brief gesandt wird, aber eben dann mit der Anrede, hallo, schauen wir mal, also zum Beispiel nur an die Hauptadresse, hallo, liebe Hallo liebe Familie Schumacher, das heißt also dann später kann ich natürlich mit dieser Briefanrede arbeiten. Das heißt also, ich kann dann diese Briefanrede, die ich also hier einstelle, auch in den Serienbriefen verwenden. Aber ich glaube, sonst ist das ganz klar. Sagt wieder keiner was, machen wir weiter. Telefon. Ja, ist logisch. Also ich sollte natürlich hier so viele erfassen, wie ich kann, also wie ich eben zur Verfügung habe. Ich kann Telefonnummern einfach eingeben, ohne Komma, ohne Punkt, ohne Strich. Und später wird also dies dann auch von NetXP-Verein sauber eben dargestellt. Auch möglich, oder je nachdem, wer es eben hat zu Hause, sollten Sie eine sogenannte TAPI-fähige Telefonanlage haben. Also wie zum Beispiel, ja, wir jetzt hier in der Firma eine haben. Dann würde später ein Klick eben auf diesen Button reichen und Ihre Telefonanlage würde also über eine Verbindung mit dem Computer diese Nummer wählen. Ich kann erfassen, Telefon, Privat, Arbeit, Zusatz, Mobil. Mobil ist eventuell ganz wichtig und zwar später, wenn ich eben die SMS-Funktion in NetXP-Verein mit nutzen will, werden also SMS immer an die Nummern gesendet, die hier eingetragen werden. Bei der E-Mail ist es ganz genauso. Das heißt, sollte ich also hier eine E-Mail-Adresse eintragen, wird das Ganze natürlich dann später eben im E-Mail-Versand des Vereins mit bedacht. Also NetXP-Verein kann ja E-Mails versenden, einzelne oder Massenmails, und die werden also dann eben an diese Adressen gesendet. Beim Mailversand selbst kann man einstellen, ob nur an Privat, nur an Arbeit, nur an Zusatz oder die Staffel Privat, Arbeit, Zusatz, je nachdem was gefüllt ist und so weiter. Fax ist ganz genau das gleiche, Fax, Privat, Zusatz und sonstige eben, wer es nicht kennt, WLW, ICQ, das sind also so, ja, so Chatdienste, Skype und Twitter und Facebook kennt man vielleicht, die anderen eventuell nicht, aber sind also sicher nicht schlechter. Also hier könnte man also bis runter zum Facebook-Account eintragen. Ja, dann die Kontodaten grundsätzlich natürlich absolut einfach, das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass noch verschiedene Mitglieder eben aufgenommen werden mit Kontonummer und Bankleitzahl. Ich zeige aber natürlich beides hier. Also, ich habe Kontonummer und Bankleitzahl. Das heißt, IBAN und BIC würden jetzt eben direkt hier raus berechnet werden. Natürlich habe ich also auch die Möglichkeit, das Ganze eben selbst zu erfassen. Das heißt, sobald ich also DE jetzt ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine falsche IBAN tippe, riesenhoch, weil es müssten 21 Stellen sein. Sagen wir mal schnell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, und jetzt wird er sicher sagen, diese IBAN ist fehlerhaft, denn diese IBAN kann anhand einer zweistelligen Prüfziffer, und zwar dieser hier, auf Gültigkeit überprüft werden. Das heißt, wenn ich das Ganze also aus der Kontonummer berechne, dann ist das Ganze einfacher. Also dann die Bankleitzahlnummer, also so zum Testen auf alle Fälle einfacher. So, das würde also jetzt noch nicht reichen, wenn ich meinem Mitglied oder wenn ich meinem Mitglied im SEPA-Lastschriftverfahren Beiträge einziehen will, würde die bloße Eingabe der Kontodaten noch nicht reichen, denn ich muss erstmal eben bestätigen, dass mir dieses Mitglied eine SEPA-Lastschrift erteilt hat. Ansonsten könnte ich von diesem Mitglied schlicht und ergreifend keine Lastschrift einziehen. Also, wie gesagt, jawohl, der hat mir die SEPA-Lastschrift erteilt am 1. Februar 2014. So, und Sie sehen, Sie können jetzt nichts weiteres aufmachen, denn ich muss erstmal auf Speichern klicken. So, und jetzt geht's weiter, und das ist dann also auch der zweite Teil, den wir jetzt dann machen. Das heißt, also wir schauen uns dann noch eben diese ganzen weiteren Register an. Eines sei mir aber noch erlaubt, denn es kann ja sein, dass Mitglieder von anderen Mitgliedern bezahlt werden, sicher jeder im Verein eventuell mal hat. Wenn das so ist, dann muss ich natürlich nicht jedes Mal hier die Kontodaten eingeben, sondern es würde also völlig reichen, wenn ich beim Kontoinhaber hier auf Suche klicke, suche mir dann eben den Zahler raus, eben über die Schnellfilter, die wir ja inzwischen aus der Mitgliederliste gewohnt sind. Hoppla. Boris Becker, das ist der Vorname Boris und Mustermann Christoph zum Beispiel. Wenn ich den als Zahler auswähle, Sie sehen, dann werden also auch die Daten des Zahlers übernommen. Ich kann SEPA-Lastschrift erteilt haben gar nicht anhaken, denn beim Zahler Sperl Christoph ist eben das alles schon hier hinterlegt. Das würde bedeuten, dass dieses Mitglied nun, also der Michael Schumacher vom Christoph Mustermann, bezahlt wird. Der Zahler im Christoph Mustermann heißt Christoph Sperl. Also der zahlt nicht selbst, dieser Mustermann Christoph, sondern der wird eben vom Christoph Sperl bezahlt. Und dann sehen Sie, verknüpfte Mitglieder mit diesen Kontodaten, würden Sie also jetzt sehen, dass diese beiden Mitglieder mit einem und denselben Kontodaten eben bezahlt werden. Ja, gibt es dazu grundsätzlich noch Fragen, also zu diesem ersten Teil dieser Mitgliederverwaltung? Ja, dann beende ich jetzt mal.